Im heutigen Video nehme ich dich den gesamten Tag bei uns zu Hause mit und zeige dir die Fly Lady Putzmotivation XXL, wie ich die Routinen den gesamten Tag bei mir zu Hause durchziehe. Falls dir die Fly Lady Methode noch nicht bekannt ist, das ist ein System, mit dem selbst Chaoten es schaffen können, dauerhaft Ordnung zu halten, und ich bin der lebende Beweis dafür. Sollte dich das Thema interessieren, freue ich mich, wenn du dranbleibst. Wenn dich Fly Lady allgemein interessiert, solltest du sicherstellen, dass du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, damit du kein Video verpasst. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Zuschauen. Nach einer sehr kurzen Nacht beginnt für uns der Morgen um 7:30 morgens, und das ist auch der Startpunkt unserer Morgenroutine. Die Kinder sind schon wach und werden gleich fertig gemacht für die Kita. Ich habe dazu schon gestern in der Abendroutine nach Fly Lady die Kleidung für den heutigen Tag rausgelegt. Das heißt, das Anziehen geht heute relativ schnell, weil ich nicht suchen muss, was ich heute denn den Kindern anziehe. Als erstes beginne ich damit, dass ich den Kindern was zu essen gebe. Sie bekommen morgens meistens eine Schale Müsli oder Kelloggs, und danach wird nochmal gemeinsam in der Kita gefrühstückt. Kümmere ich mich direkt um den ersten Punkt nach der Fly Lady Methode, und zwar besagt dieser, dass man sich direkt morgens frisch machen soll von Kopf bis Fuß. Das bedeutet, du tust alles, was zum Frischmachen dazugehört, und du setzt auch eventuell ein Tages-Make-up auf, also all das, was du tun würdest, wenn du jetzt auch das Haus verlassen würdest, unabhängig davon, ob du letztendlich das Haus verlässt oder nicht, aber das soll uns so ein bisschen in den Tag reinbringen. In der Zwischenzeit sind die Kinder auch schon fertig, und wir versuchen sie halt auch in der Selbstständigkeit zu fördern, so dass sie so weit wie möglich selbstständig ihre Sachen anziehen. Und im Anschluss bringt sie dann mein Mann auf dem Weg zur Arbeit noch in der Kita vorbei. Nachdem die Kinder aus dem Haus sind, beginne ich mit dem Bettenmachen. Das Bettenmachen ist nach der Fly Lady Methode auch einer der ersten Babyschritte. Das System baut ja auf mehrere Schritte auf. Falls du da noch am Anfang stehst, kannst du dir gerne meine anderen Videos angucken. Ich zeige euch heute mal, wie das gesamte System für mich funktioniert, aber die einzelnen Babyschritte führen einen dorthin. Das Bettenmachen fällt einem vor allem einfach, es geht schnell, es dauert 2 Minuten, hat einen großen Effekt, der Raum sieht dadurch ordentlicher aus, und man behauptet auch, dass erfolgreiche Menschen immer die Betten machen. Auf jeden Fall ist das ein guter Motivator, um gut in den Tag und vor allem auch in den Haushalt zu starten, weil man in 2 Minuten direkt schon einen Punkt der Hausarbeit sozusagen abgehakt hat. Als nächstes führt mich mein Weg zur Waschmaschine. Man soll nämlich nach der Fly Lady Methode täglich eine Ladung waschen. Ich komme damit gut zurecht, das ist natürlich haushaltsgrößenabhängig, aber wer kennt es nicht, Wäschekörbe können auch zur Unordnung beitragen, und wenn ich täglich wasche, habe ich diesen Kreislauf von Wäsche waschen und Wäsche verräumen gut im Griff, ohne dass sich große Chaosberge bilden. Nach dem Fly Lady System soll man erst die Hausarbeit machen und dann das Vergnügen, sozusagen den Kaffee oder das Frühstück. Ich habe mir da so einen Zwischenkompromiss geschlossen, weil ich bin eigentlich auch der totale Kaffeemensch, aber ich beginne auch erstmal ein paar Punkte der Hausarbeit abzuarbeiten, und wenn ich dann anfange in der Küche aufzuräumen, dann setze ich mir halt schon die Kanne Kaffee auf und kann dann im Anschluss, wenn die Küche fertig ist, meinen Kaffee genießen. Ich kümmere mich jetzt um die Raumrettung in der Küche. Das dauert in etwa immer 5 Minuten, das heißt, man versucht morgens nach dem Frühstück etc. direkt 5 Minuten Zeit zu investieren. Das ist meistens ein Maximum, um einfach die Küche wieder auf Vordermann zu bringen, das Geschirr wegzuräumen, die Frühstücksutensilien wegzupacken, einfach um diesen ordentlichen Zustand in der Küche beizubehalten. Meine Küche sieht jetzt gerade nicht so toll aus, und das liegt daran, dass ich gestern Abend die Abendroutine habe schleifen lassen. Ich habe gestern Abend tatsächlich nicht mehr die Küche aufgeräumt und auch nicht mehr das Wohnzimmer, und das hat die Konsequenz, dass jetzt heute meine Morgenroutine etwas länger dauert. Es ist nicht wild, weil die Methode auf jeden Fall kleinere Ausreißer auch verzeiht, gerade wenn man etwas länger in der Methode drin ist. Aber es ärgert mich natürlich spätestens am Morgen, wenn ich dann merke, dass ich dann doch noch irgendwie mehr machen muss als üblich. Am Ende des Videos werdet ihr auf jeden Fall auch meine Abendroutine sehen und sehen, wie die Küche nach einer erfolgreichen Abendroutine aussieht, und könnt euch dann bestimmt vorstellen, dass dann auch die Morgenroutine leichter von der Hand geht. Das Erfolgsgeheimnis der Fly Lady Methode liegt tatsächlich darin, dass man ja den Haushalt in kleinere Etappen runterschraubt und vor allem halt auch in kleine Zeiteinheiten stückelt. Das heißt, wir machen nie alles auf einmal,
sondern wir machen hier 5 Minuten was, da 5 Minuten was. Und genau aus diesem Grund funktioniert diese Methode besonders gut für Menschen, die eigentlich ein Leben lang Schwierigkeiten hatten, Ordnung zu halten, mich eingeschlossen. Ihr kennt ja meine alten Videos und ich denke, man merkt schon, dass ich da schon einen großen Fortschritt gemacht habe. Und mittlerweile laufen ja diese Routinen ja auch alle automatisch ab. Das ist wie das Autofahren, das ist wie das Zähneputzen. Ich mache mir morgens keine Gedanken und muss mich nicht überwinden. Ich muss dies und jenes machen, sondern ich mache die Augen auf und weiß schon direkt, was ich zu tun habe. Und dieses Programm läuft vollkommen automatisch ab. Es ist zu einer Routine geworden, es ist zu einer Gewohnheit geworden und der Haushalt fällt mir jetzt gar nicht mehr so auf. Ich mache das tatsächlich nebenbei. Nun geht es zum eigentlichen Schritt in der Morgenroutine. Wie gesagt, normalerweise die Arbeitsflächen freiräumen, einmal überwischen, fertig und dann die Spülmaschine ausräumen. Wir sollen abends in der Abendroutine immer die Spülmaschine laufen lassen, so dass wir sie morgens direkt auch entladen können. Das ist natürlich auch haushaltsgrößenabhängig. Für uns funktioniert das sehr gut. Wichtig ist einfach, dass man eine leere Spülmaschine zur Verfügung hat, um das schmutzige Geschirr über den Tag in der Spülmaschine zu lagern und nicht auf den Arbeitsflächen. So hast du direkt am Morgen Platz, um den ganzen Tag die Spülmaschine zu beladen. Wer keine Spülmaschine hat, kann natürlich morgens erstmal die Geschirrablage freiräumen und Flylady gibt als Tipp mit, dass man unter der Spüle sich den Platz frei macht, dort einen Korb hinstellt und dort dann über den Tag das schmutzige Geschirr sozusagen zwischenlagert. Wichtig ist einfach nur, dass kein schmutziges Geschirr auf den Arbeitsflächen rumsteht und ich würde tatsächlich dazu tendieren, dass man sofort abwäscht, wenn man keine Spülmaschine hat. Geht dann auch einfacher, wenn nichts eingetrocknet ist. Nun ist erstmal der Punkt auch abgearbeitet und ich gönne mir meine erste Tasse Kaffee und kann mich schon mal daran erfreuen, dass ich schon einiges geschafft habe im Haushalt und das motiviert mich auf jeden Fall auch noch am Weitermachen. Wie bereits erwähnt, habe ich gestern auch die Abendroutine im Wohnzimmer schleifen lassen, was dazu führt, dass ich heute auch wieder etwas mehr im Wohnzimmer zu tun habe. Hält sich allerdings in Grenzen und ich beginne als erstes mit der Hotspot-Reinigung. Die Hotspot-Reinigung soll im besten Fall 2 Minuten dauern und man macht es am besten einmal morgens und einmal abends und bereinigt Hotspots. Hotspots sind Bereiche, die eine Eigendynamik annehmen. In unserem Fall ist es zum Beispiel hier im Wohnzimmer der Esstisch. Das heißt, jemand stellt da etwas ab, was da nicht hingehört. Der nächste packt etwas dazu und auf einmal entwickelt sich eine Eigendynamik und dieser Bereich wird chaotisch. Und um dem Ganzen entgegenzuwirken, empfiehlt Flylady, dass man 2-mal am Tag je 2 Minuten sich Zeit nimmt für gewisse Hotspots. Hotspots sind nicht nur der Esstisch, das können verschiedene Bereiche sein. Bei uns ist es zum Beispiel auch im Flur die Ablage. Oder auch der Stuhl im Schlafzimmer, wo man vielleicht immer wieder die Klamotten hinschmeißt und einfach den nächsten Haufen drauf, statt erstmal aufzuräumen. Und um das ganze Chaos so ein bisschen besser zu managen, wird halt empfohlen, dass man 2-mal am Tag je 2 Minuten dafür aufwendet, um die Hotspots zu bereinigen. Ich mache hier jetzt gerade so eine Mischung aus Hotspot-Reinigung und etwas Raumrettung. Raumrettung sagt man so in etwa 5 Minuten, dass man einfach den Bereich so ein bisschen aufarbeitet. Ich habe jetzt hier aber alles in einem 5 Minuten gebraucht. Ich habe jetzt einfach die Hotspots bereinigt, also der Esstisch ist wieder befreit von Zeug, was da nicht hingehört. Und in der Raumrettung kümmere ich mich einfach darum, dass ich nochmal die Tische abwische und einfach den Bereich so etwas herrichte, was man so halt in 5 Minuten schaffen kann. Keine große Angelegenheit, macht aber sehr, sehr viel aus und vor allem motiviert es auch einen dazu, dass man dann die Ordnung halt auch weiter über den Tag aufrechterhält. Nun kümmere ich mich um die Wäsche und hänge die bereits trockene Wäsche ab, lege sie zusammen und verräume sie auch direkt. In der Morgenroutine nach Flylady wird nur vorgegeben, dass man die Wäsche waschen soll. Ich persönlich habe das für mich zu einem Kreislauf entwickelt, der für mich halt funktioniert. Das heißt, ich muss diese 4 Punkte beachten, das Wäsche waschen, das Wäsche
abhängen, verräumen und aufhängen. Und so kann ich sicherstellen, dass ich an einem Tag diese Punkte sozusagen vom Tisch habe und nicht, dass ich mir wieder einen Wäscheberg für den nächsten Tag aufhebe oder mehrere Wäschekörbe, die ich dann verräumen muss. Meine Kinder haben gestern Abend gebadet und ich habe jetzt das Badewannenspielzeug in die Kiste gepackt bzw. habe es seit gestern trocknen lassen und verräume die Sachen in die Kammer. Ich finde es schöner, wenn das nicht so im Blickfeld ist und so wirkt das Badezimmer aufgeräumter. Nun kommen wir zu meinem Lieblingspunkt nach der Fly Lady Methode und zwar dem Swish and Swipe im Badezimmer. Man soll sich dafür 2 Minuten am Morgen nehmen und das Badezimmer einmal putzen. Das ist hier kein gründlicher Putz. Das Einzige, was da so in dem Sinne reinfällt, ist, dass man in 2 Minuten einmal alle Flächen reinigt. Theoretisch muss man auch nichts hochheben, sondern einfach nur die Armaturen, das Waschbecken auswischen, Fensterbrett etc. Das, wo halt irgendwie Staub sich ansetzen kann und man soll die Toilette putzen. Also diese Punkte sind entscheidend und das funktioniert tatsächlich in 2 bis 3 Minuten. Wenn man das täglich macht, dann bleibt das Badezimmer wirklich langfristig sauber und es sieht jederzeit vorzeigbar aus, weil man keine Kalk- und Wasserflecken irgendwo hat, auch kein Staub und dadurch wirkt das Bad hygienisch. Die richtige Badezimmerreinigung findet dann immer in der Zonenreinigung statt. Als nächstes mache ich noch 2 Minuten Hotspots-Reinigung im Flur. Ich finde es wichtig, dass der Eingangsbereich in Ordnung aussieht, dass der aufgeräumt ist. Das ist halt letztendlich auch der erste Eindruck, den man von der Wohnung hat, wenn man die Tür aufmacht. Und ich kümmere mich darum, dass ich einfach die Sachen, die auf den Ablagen liegen, dass ich die wegräume. Ich habe jetzt die überflüssigen Jacken, die halt die Garderobe zum Überquellen bringen, auch nochmal in den versteckten Kleiderschrank sozusagen reingehangen. Dort sind sie halt nicht so offensichtlich. Also sowas wie Matschhosen oder so müssen ja jetzt nicht tagtäglich an der Garderobe hängen. Somit packe ich diese Sachen weg. Die 2 Minuten sind um, aber auch die Arbeit im Flur. Ich mache jetzt noch eine 5 Minuten Raumrettung im Kinderzimmer. 5 Minuten sind nicht viel, aber man kann dadurch wirklich immer so das Chaos eingrenzen und eindämmen. Und ich finde, gerade heute in den 5 Minuten im Kinderzimmer habe ich mehr geschafft, als ich erwartet hätte. Und das ist halt auch das Wichtige, warum man den Timer benutzen soll. Gerade wenn man am Anfang der Methode steht, oftmals denkt man sich, ich brauche gar nicht erst anzufangen, weil das schaffe ich gar nicht fertig zu bekommen. Aber das muss auch nie fertig sein, weil gerade das Kinderzimmer oder überhaupt der Haushalt ist ein endloser Kreislauf. Das heißt, man muss nicht immer alles auf Null bringen. Es bringt auch schon manchmal was, wenn man einfach die Situation aufbessert. Und das ist halt auch der Punkt, was diese Raumrettung bewirkt. Und wenn man den Timer laufen lässt, dann wird einem halt auch richtig bewusst, wie viel man doch in so kurzer Zeit schaffen kann. Also ich habe jetzt in 5 Minuten tatsächlich geschafft, so ein bisschen Staub zu wischen und das Kinderzimmer wieder ein bisschen ordentlicher zu arrangieren. Ihr wisst, das Kinderzimmer ist noch nicht fertig, uns fehlen noch die Bücherregale und noch Kleinigkeiten, weil wir ja gerade umgezogen sind. Aber dennoch, finde ich, kann man in 5 Minuten einen deutlichen Unterschied bzw. eine deutliche Verbesserung im Gegensatz zu vorher sehen. Und genau das ist letztendlich der Punkt. Wir versuchen einfach in kleinen Schritten immer wieder die Ausgangssituation zu verbessern. Im Spielzimmer hat leider meine Kamera versagt. Ich habe das Zimmer aufgeräumt, aber leider wurde es nicht mitgefilmt. Auf jeden Fall kümmere ich mich jetzt noch ein bisschen um meine Arbeit. Ich arbeite noch etwas am PC. Ich muss auch noch mein Studium weiter fortsetzen. Also ich bin noch beschäftigt und ich möchte auch ganz klar festhalten, dass der Haushalt bei mir hier jetzt nicht am Stück abgelaufen ist, so wie ihr das jetzt in dem Video seht, sondern ich habe wirklich immer nur die Zeiteingaben genutzt, die ich auch euch genannt habe und habe mich dazwischen immer um andere Dinge gekümmert, wie zum Beispiel meine Arbeit oder halt auch das Essen zubereiten und so weiter. Also die Hausarbeit läuft wirklich nur gestückelt ab, immer zwischendrin und nicht an einem Stück. Sonst wäre es ja auch kein Unterschied zu anderen Putzmethoden. Ich habe jetzt gerade meine Suppe aufgesetzt für den Tag, räume jetzt aber auch parallel schon mal die Tupperdosen, die ich heute nach der Spülmaschine da abtropfen lassen habe, zurück an ihren Platz und versuche immer die Zeit in der Küche auch damit zu nutzen, wenn ich eh schon am Kochen bin, direkt die Sachen zu bereinigen, die ich gerade bereinigen kann. Also wenn ich sehe, dass die Geschirrablage voll ist, räume ich diese weg. Wenn ich fertig bin mit dem Kochen, wasche ich direkt ab. Also vieles packe ich auch gar nicht erst in die Spülmaschine, sondern wenn es diese 2, 3 Teile sind, dann wasche ich sie halt direkt ab.
ab. Das dauert 2 Minuten, aber die Küche ist direkt wieder ordentlich und sauber. Und werfe einen Blick in mein Kontrolljournal und gucke, was ich heute alles schon in der Morgenroutine geschafft habe. Ich hake die Punkte ab, das motiviert. Und als nächstes schaue ich nochmal in meine Zonenreinigungsliste und schaue mir an, was denn heute in der Zone auf dem Plan steht. Ich plane direkt am Anfang des Monats alle Zonen ein, schreibe mir auf, was ich in den jeweiligen Zonen an Punkten habe, die ich halt befolgen möchte. Sollte ich etwas davon nicht schaffen, kann ich das in den nächsten Monat wieder mit aufnehmen, habe das sozusagen verschriftlicht. Und sollte ich zum Beispiel aufgrund von Krankheit oder so mal eine Zone nicht schaffen, dann habe ich zumindest auf dem Punkt, was davon wichtig ist und kann dann diese Punkte nochmal separat irgendwo mit einschleusen. Heute steht bei mir unser Badezimmerschrank auf dem Plan und dafür gibt es 15 Minuten Zeit. Auch hier benutze ich wieder den Timer, um einfach vor Augen zu haben, wie viel Zeit ich habe. Der Timer motiviert zum einen, dass man sich natürlich etwas ranhält, um in diesem Zeitfenster auch fertig zu werden. Man kann fokussierter arbeiten, weil man sich dann nicht so schnell verzettelt, weil man nicht einfach so Open-End putzt. Und vor allem auch, man schafft durch die Zonenreinigung dauerhaft Ordnung, weil man halt immer wieder in den verschiedenen rotierenden Zonen, dazu kannst du gerne nochmal in meine anderen Videos reinschauen, falls dir das noch nichts sagt, immer wieder Tiefenreinigung reinbringt und immer wieder an die Stellen drum geht und durchgeht und so halt kontinuierlich eine Grundreinigung in den Haushalt reinbringt, ohne dass man einen riesen Frühjahrs- oder Grundputz braucht, sondern das macht man so nebenbei an 5 Tagen die Woche für je 15 Minuten. Und irgendwann, nach spätestens 2-3 Monaten, wenn man begonnen hat mit der Methode, hast du eigentlich fast jeden Bereich im Haushalt irgendwie general überholt. Und genau diese Stellen bleiben dann auch längerfristig sauber als vorher. Man mistet aus, man räumt aus, man putzt. All diese Sachen fallen in die Zonenreinigung. Und wichtig ist halt, dass man sich da immer kleine Bereiche vornimmt, die man auch reell in 15 Minuten in etwa schaffen kann. Natürlich ist es auch immer ein bisschen haushaltsgrößenabhängig mal wieder. Also wenn du ein sehr, sehr großes Haus hast und sagst, okay, mit 15 Minuten am Tag komme ich nicht weiter, dann kann man das natürlich auch ein bisschen hochschrauben auf 20 Minuten oder 30 Minuten oder täglich 15 Minuten. Also natürlich kann man das alles immer individuell anpassen, aber 15 Minuten ist halt ein guter Zeitrahmen, um etwas zu schaffen, um etwas sichtbar zu schaffen und vor allem auch, um fokussiert an der Arbeit zu bleiben, ohne sich zu verzetteln oder halt auch die Lust und Motivation zu verlieren. Zonenreinigung habe ich jetzt in meinem vorgegebenen Zeitfenster geschafft. Ich finde das immer wieder erstaunlich, wie viel man wirklich in 15 Minuten tatsächlich schaffen kann. Meistens sind das echt auch noch Bereiche, die man sich längerfristig immer aufschiebt, weil man sich denkt, brauche ich gar nicht erst anzufangen, das dauert zu lange. Und dann macht man mal 15 Minuten und sieht, dass das so schnell gemacht ist und ärgert sich, warum man das nicht früher gemacht hat. Ich habe jetzt noch die Müllbeutel ausgewechselt. Ich sprühe immer noch mal den Mülleimer mit dem Sagrotan-Geruchsentferner ein. Ich finde es einfach schöner, wenn der Mülleimer halt sich nicht mit schlechten Gerüchen festsetzt und vor allem auch mal zwischendurch desinfiziert wird. Außerdem nehme ich mir auch noch den Müll aus der Küche mit und mache mich dann auf den Weg, meine Kinder aus der Kita abzuholen. In der Zwischenzeit so alles gemacht haben. Ich habe noch ein paar Minuten für meine Arbeit aufgewendet. In der Zwischenzeit haben die Kinder noch ein bisschen gemalt und geschrieben. Dann ging es noch eine Runde ins Kinderzimmer. Da hatte ich noch mal einen 5 Minuten tiefen Punkt
weil ich wirklich sehr, sehr müde war von der Nacht zuvor. Dann haben wir noch ein bisschen geblödelt und gespielt, haben auf den Papa gewartet, der dann endlich von der Arbeit kam und haben dann noch gemeinsam zu Abend gegessen. Danach hat dann auch schon meine Abendroutine begonnen. Die Abendroutine dient ja dazu, dass man nochmal alles, was so am Tag oder übertags liegen geblieben ist, dass man das noch bereinigt, um einen besonders guten Start in den Tag zu haben. Und auch wenn man sich mit der Abendroutine so am schwersten tut, ist das tatsächlich das, was am nächsten Morgen am meisten Erleichterung bringt, wenn alles schon irgendwie ordentlich ist. Ich mache jetzt noch die Küchenspüle sauber. Auch das ist sehr, sehr wichtig und vorgegeben von der Fly Lady Methode, dass man abends nochmal die Küchenspüle säubert. Dadurch, dass ich das gestern Abend in der Abendroutine ausfallen lassen habe, habe ich das heute nochmal etwas gründlicher gemacht, weil mit der Küchenspüle steht und fällt die Sauberkeit in der Küche. Es ist der zentrale Punkt in der Küche und wenn die Küchenspüle glänzt, hat man auch direkt das Gefühl, dass die Küche hygienisch sauber ist. Mit diesen Vorkehrungen wird morgen auf jeden Fall die Morgenroutine leichter von der Hand gehen als heute. Zu guter Letzt schalte ich jetzt noch die Spülmaschine an, so dass sie morgen früh direkt sauber durchgelaufen ist und ich die Spülmaschine wieder ausleeren kann und von vorne beladen kann. Ansonsten kümmere ich mich jetzt noch schnell um die Hotspot-Reinigung im Flur und verräume jetzt noch mal schnell die Sachen, die da irgendwie dazugekommen sind, lege noch mit meinem Sohn ein bisschen Wäsche für den morgigen Tag in die Waschmaschine, mache etwas Hotspot-Reinigung hier und da und kümmere mich zuletzt um die Raumrettung im Wohnzimmer. Das sind hier, wie gesagt, immer angesetzt sind in etwa 5 Minuten. Das hat hier jetzt aber auch weniger als 5 Minuten gedauert. Und mit wenigen Handgriffen sieht der Raum wieder vorzeigbar aus. Bei der Abendroutine geht es letztendlich darum, dass man sich den Start in den nächsten Tag so angenehm wie möglich gestaltet. Und dazu gehört einfach so die Vorkehrung zu treffen, dass der Tag halt stressfrei starten kann. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass man sich die Kleidung für den nächsten Tag rauslegt. Auch das ist ein Punkt von der Fly Lady Methode. Die Vorbereitungen, die du treffen kannst, Kleidung, Tasche, Regenschirm etc., die du für den nächsten Tag brauchst, sollst du dir schon bereitlegen. So hast du auf jeden Fall am Morgen einen Punkt weniger, über den du dir Gedanken machen musst und du kannst entspannter in den Tag starten. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Solltest du neu sein auf meinem Kanal, freue ich mich auf jeden Fall über ein Abo. Aktiviere gerne die Glocke, damit du auch das nächste Video nicht verpasst. Ansonsten freue ich mich wie immer über eure Däumchen und eure Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Video.